target audience is the user firms in the DACH region, but that also means that there are more vendor firms who are interested in offering their services to firms in the DACH region. So that's why you see people from vendors organizations from the United States, the United Kingdom, but as you say, also from Scandinavia, who want to participate here because they have services to offer to the user firms in Germany, Switzerland and Austria. Mit dem DKF ist es uns gelungen, wirklich also den absoluten Branchentreff zu etablieren. Wir haben dieses Jahr wieder über 1000 Teilnehmer und volle Hallen in Bezug auf Sponsoren hier bekommen. Insofern, wir sind sehr glücklich und freuen uns, dass wir diesen Event mittlerweile zum sechsten Mal gemeinsam mit Screen durchführen konnten. You know, we come here to meet our clients and also to reach out to new potential clients, and we always do that. And DECA is probably one of the few events where we generate new leads and new prospects, and it's been always exceeding actually expectations. Ja, für uns ist das natürlich eine Plattform, wo ich sag mal, unsere Kunden, unsere Hauptansprechpartner, aber auch viele Partner zusammenkommen. Viele der Aussteller hier, mit denen wir ja eng zusammenarbeiten, eine Plattform zu schauen, wie entwickelt sich ich sag mal, das Marktdatengeschäft inhaltlich, technologisch, wo gehen die Trends hin, also ein ganz wichtiges Forum, eins der wichtigsten eigentlich von den Veranstaltungen in Deutschland für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz für uns seit Jahren. Ja. Die Vorträge sind immer relevant, immer aktuell. Machen einfach Spaß zuzuhören und das macht den Unterschied aus. Also exzellente Treffen im Prinzip tagsüber, gekoppelt mit Vorträgen, also wirklich, das macht der DKF aus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Fachlichkeit und natürlich das Angebot im Markt verbinden, um so auch mit den Trends gehen zu können. Ich selbst habe über Marktdatenmanagement im Spannungsfeld zwischen Kosten und Compliance eine Präsentation gehalten und da ist der Fokus die systemische Marktdatenversorgung. Also wir haben sehr gerne hier unseren Stand, schon zum dritten Mal. Wir sehen immer gute Gespräche mit den Kunden, interessante Vorträge, es ist wirklich die Mischung. Regulatorik ist eins unserer Hauptthemen, ganz klar. Im Moment haben wir ein ganz großes Thema IFRS 9, Impairment-Kalkulation ist ein Riesenthema bei uns, bei unseren Kunden. Die müssen damit 2018 live gehen. Alle planen eigentlich in 2017 einen Parallel ran zu haben. Also es ist ein Riesenthema aktuell bei unseren Kunden. We're a technology vendor in for front office technology, really market data and trading access products. We're a feed handler company. We have data feed services, and we provide lots of different products and services to a very large customer base in the financial trading technology industry. Wie kann ich also aus diesem Fülle an Daten die Lösungen rausziehen, die Ideen generieren, die ich benötige? Und da wird eben die regulatorische Anforderung einen wesentlichen Punkt spielen. Und das ist etwas, was die Banken auf die Reihe kriegen müssen. Und eben das ist etwas, wo wir versuchen auch zu helfen. Es ist ein sehr spezieller Bereich, Marktdaten. Und man muss eigentlich hier dabei sein, wenn man eigentlich in dem Bereich Geschäfte macht. Da gibt es eigentlich fast keine Alternative dazu. Also Regulatorik wird weiter ein Thema sein, allein weil die Leute, die sagen wir, mit dem Auftrag ausgestattet sind, die Bankenlandschaft im Zaum zu halten und Krisen zu verhindern, ihren Job machen müssen und schauen müssen, dass sie sozusagen da ihr Ziel erreichen. It's always good to jump in and out of the sessions as there's some really great speakers. I would say though, definitely we're looking for new clients always, but it's also great to reconnect with our current clients because we have a lot of clients in Germany, Austria, Switzerland. Ja, schlussendlich sind es schon die regulatorischen Themen wie Anakredit, PCBS 239, das sind auch so IFRS 9, wo die Banken extrem viel tun müssen und wo wir auch tätig sind, Datenqualität. And Dania are very much focused on the client applications. This is where we are strong. And a lot of the partners that we find here around are companies doing trading app, trading back offices, etc., where they are strong, so we complement each other, very good. Also wir sehen das in London. In London haben die großen Banken alle schon angefangen, die kompletten Marktdatenabteilungen inklusive Bewertung, Reporting und ähnliches an Unternehmen auszulagern. Sie wollen damit nichts mehr zu tun haben. Sie wollen darauf vertrauen, dass ein Dritter das ordentlich macht, der auch renommiert im Markt ist. Und wir bieten unsere Plattform eben auch in der Cloud an. Das ist eine der Messages, die wir hier auf dieser Messe haben. Es war ein super Event im Hofbräuhaus, auch sehr gut organisiert. Ja, es ist immer eine gute Gelegenheit, neue Leute zu treffen, alte Kontakte zu treffen
und vom Informationsaustausch ist es einfach, ja, klasse. Now we have developed a capital markets division with new, a brand new product portfolio, very successful with exchanges, with investment banks, with financial information providers, and the product we wanted to present here is PrismNet, which is a financial extranet. Also man trifft nicht nur natürlich für uns interessante Kontakte als Sales jetzt konkret, aber es ist halt auch eine relativ entspannte Atmosphäre. Die Leute kommen auch auf einen zu, das ist ein Luxus, den hat man nicht oft im Sales. Und sie stellen dann auch spontan Fragen. What we do is basically we try and automate the reporting cycle for clients, whether they're asset managers or property managers, anyone who really needs to produce a report for their clients. You have a faster time to market, for example, and more scalability. If you get more mandates, you don't have to increase your team that does the reports. You can just continue doing it with the same software. Man trifft hier Kunden, bestehenden Kunden, potenzielle Kunden, hoffentlich auch. Und generell um Informationen zu sammeln. Wie bewegt sich der Markt? Wie sieht der Markt alles? Und schlussendlich sind auch die Präsentationen und auch die Podiumsgespräche sehr interessant. Our company by some want to get into the German market pretty fast. We already have a couple of reference clients, but we want to be more successful because we think it's a strategic market, and we pick up the event of DKF as the one that can help us to be very visible in a short term. Was jetzt so ein bisschen zur Verwirrung, glaube ich, im Markt geführt hat, war die Tatsache, dass MiFID 2 verschoben worden ist um ein Jahr. Das hat so ein bisschen Schockstarre, glaube ich, ausgelöst, sodass die Banken sich jetzt wieder ein bisschen zurückziehen und sich die Projekte ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber es kommt so oder so. Most of what we get involved with is in from a regulatory point of view, but we are getting asked more and more about big data and people are looking to do more with the data. Historically they've used them for evaluation points, but people are now starting to do more and more with the data, and as Tullett Prebon information we're always trying to evolve, and we're like starting to look at things like liquidity metrics and how we can better serve the clients. Regulatorische Vorgaben wie MiFID 2 und so weiter setzen hier natürlich an die Branche ganz neue Anforderungen, und die, sage ich mal, auch gut und effizient abzuarbeiten, wird es neue Technologien benötigen. Ja. Ich sehe da sehr viele Trends im Bereich Robo-Advisory, die sicher nachhaltig kommen werden. Ja. Und wir glauben, dass vor allem die Fintechs, die darauf Kooperation setzen und so wie wir ein offenes Ökosystem haben, mit denen sie mit Banken, mit Medien, mit Vermögensverwaltern zusammenarbeiten können, dass denen erst recht ein großer Teil der Zukunft gehören wird, weil sie eben nicht nur Konkurrent sind und ein bestehendes Geschäft wegnehmen, sondern denen die Möglichkeit bieten, in der Digitalisierungswelle mit voran dabei zu sein. Ja, wir sind im Marktdatenbereich unterwegs, also von daher sehen wir den Marktdatenbereich immer komplexer werden, auch aufgrund regulatorischer Anforderungen, aber auch aufgrund von internen Kosteneinsparungspotenzialen, die gehoben werden müssen, auch Compliance, interne Vorschriften, die beachtet werden müssen. Das ist etwas, was mehr und mehr zu tragen kommt. Es sind wirklich die Leute da, die für uns interessant sind, neben den Kunden, aber auch die Vendoren, die guten Speeches und nicht zuletzt einfach das Get-Together, gute Zeit zu haben, gute Gespräche zu haben. München ist immer eine Reise wert. Ja, man wird versuchen, möglichst viele Themen auf einer Plattform oder den existierenden Plattformen abzubilden. Ja, da sind wir sicherlich eine Plattform davon, auf der man das gut abbilden kann und wo wir Chancen sehen, dass das in diese Richtung geht. Und das wird genutzt und erweitert und in alle Richtungen gehen. Da muss man sich entsprechend aufstellen. My expectation is more or less on building up a network. It's just a networking event. I don't have an expectation that I sell a product or whatever. It's just here to be here, show our face, show our products. That's it. Nur eine Messe oder nur Vorträge wäre, glaube ich, nicht gut. So ist der Mix eigentlich gut. Es sind auch nicht immer alle Themen, dass die Kunden alle nur da in den Vorträgen sind. Pausen sind auch ausreichend, sodass das eigentlich eine gute Kombination ist. We're already working with clients within the German markets and we're willing to develop more and we're expecting great things to happen out of this event. Ja, also neben der Regulierung, die natürlich für alle ein großes Thema ist momentan, haben alle offenes Ohr für Fintech. Genauso auch wir. Wir unterstützen Fintech-Startups und Unternehmen im neuen Bereich mit Lösungen unsererseits, auch mit sehr vernünftigen Kostenmodellen, die denen einen leichten Start ermöglichen. Und da sehen wir die große Zukunft. Right now we are offering the Docker Data Center. Okay, it's a good product for the all companies, bank companies, because with that product we could create
a multi-hosting cluster of services working together as a unique host. Die Messe ist für uns eine Art Spiegel des Marktes und wir glauben, dass es wichtig ist, hier zu sein, um auch die neuesten Trends zu erkennen. Ich glaube, dass Qualität eine sehr große Rolle spielen wird, dass Datenqualität das Top-Thema der Zukunft sein wird. We'll see. Next year we are considering to do something of a more of a workshop environment downstairs, so that certain vendors can have their own mini workshops where people can just walk in to get some information about what they are offering. But we'll first have to discuss that with the participating vendors and see what they think and what they want to do.